Und jetzt sagen wir, tauchen gleich weiter, tiefer in Herbst. Wir machen weiter mit dem Oktober, oder? Mit dem Oktober und darauf nehmen wir ein Gläschen. Natürlich, und warte, vergessen. Achso, ja, Corona. Ja, oder Oktober hat für uns einiges parat gehabt, würde ich mal sagen. Durchaus, ja, durchaus. Ja. Und wir sind ja, also Ländle TV ist ja quasi die Bürgermeisterschmiede in Vorarlberg. Schaut so aus, ja. Und jetzt hat es nochmal einer geschafft, nämlich in Lingenau, der Philipp Fasser. Philipp Fasser hat uns leider verlassen, um in Lingenau, in seiner Heimatgemeinde, Bürgermeister zu werden. Guter Mann. Absolut, ja. Hat Lingenau verdient, finde ich. Ja, also Lingenau kann froh sein, dass sie jetzt so einen tollen Bürgermeister haben. Ich finde das super. Wenn ein junger Mensch hört, und der Philipp ist ja noch ein junger Mensch, diese Verantwortung politisch übernimmt in seiner Heimatgemeinde und das Amt ausübt. Ist ja nicht immer einfach. Finde ich auch, nein, es ist überhaupt nicht einfach. Und ich durfte ihn ja auch in Lingenau besuchen, kleinen Bericht darüber machen und habe mal einfach, ja, mir von ihm Lingenau zeigen lassen, seinen Arbeitsplatz und bisschen seinen Alltag begleitet, war hochinteressant. Ich glaube. Und es ist ein, sag ich mal, Bürgermeister, der sehr gemeindenah ist. Ja, okay. Jetzt hast du einen tollen Beitrag gemacht, darf ich dir noch sagen? Da haben wir einen sehr tollen Beitrag gemacht, natürlich. Und weil es du bist, schauen wir uns nochmal an. Super. Wir werden herumgeführt vom neuen Bürgermeister Philipp Fasser. Seit 2 Wochen ist der 37-Jährige im Amt. Die Gemeinde kennt Fasser gut. Sein Wohnhaus ist nur wenige Meter vom Gemeindeamt entfernt. Hier, nahe des Dorfzentrums, hat Fasser seinen neuen Arbeitsbereich. Doch wie hat der neue Gemeindechef die letzten 2 Wochen erlebt? Ich kann vor allem sagen, dass es wirklich sehr viel Spaß macht. Es ist ein herausfordernder Beruf, das habe ich auch vorher gewusst. Man muss natürlich schon wissen, auf was man sich einlässt, wenn man das Bürgermeisteramt auch in der Gemeinde übernimmt. Aber es macht wirklich Spaß, es ist ein ganz ein vielfältiger Beruf. Es hat oft so, der Blick von außen ist oft sogar eher negativ behaftet. Also manche sagen auch, was tust du da auch, so auf gut Vorarlbergerisch. Aber es ist ein toller Beruf, es ist ein schöner Beruf. Man hat viel mit Menschen zu tun und man wächst in ganz verschiedene Themen mit rein und das ist eine richtig tolle Herausforderung. Du hast überhaupt interessante Gesprächspartner gehabt im Oktober, also Philipp Fasser als Bürgermeister von Lingenau und auch der Sportsendung hast du wieder, durchaus wieder ein Highlight gehabt, finde ich. Ich bin jetzt nicht der Sportler, aber passiv schon, also so Fernsehsport bin ich voll dabei. Und du hast ja wieder interessante gehabt. Ja? Ja, definitiv, da sind wir echt auch, sag ich mal, gut gesegnet mit Studiogästen, die wir haben. Und es ist auch immer wieder ein interessanter Talk. Und im Oktober, da haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen, auch mit Markus Mahler zu reden, weil der ist ja Trainer beim SC Austria Lustenau. Und die sind ja momentan ja, Winterkönig der zweiten Liga und schielen schon fast schon mit mehr als einem Auge in Richtung Bundesliga. Und das wäre natürlich ein großartiger Erfolg. Und darum haben wir den Trainer auch ganz explizit gefragt, woran liegt denn das, dass dieses Erfolgsrezept jetzt so greift? Hat er da eine Antwort gehabt? Ja, sicher, klar. Mir gibt doch jeder eine Antwort in der Sportsendung. Das ist eine ganz große Stärke für uns und natürlich für die Gegner auch sehr, sehr schwer zum Berechnen. Wie bringst du einen Haris Tabakovic an die Leistungsgrenze, dass er mal nichts trifft? Oder? Und ja, von dem her sind wir natürlich froh, dass wir so einen Stürmer in der eigenen Reihe haben. Und das macht uns so stolz, dass so ein Spieler bei uns agiert. Ja. Ja, ich muss sagen, es war ein echt interessantes Interview mit Markus Mader. Und sie sind ja immer noch Tabellenführer. Eben Winterkönig jetzt in der zweiten Liga und wenn das so weitergeht, dann werden wir den Verein bald in der Bundesliga sehen. Sprich, wenn das so weitergeht, haben wir nächstes Jahr doch noch einen Verein in der Bundesliga. Das hast du jetzt gesehen, ja. Also für jeden, der das Derby sehen will, bei Austria Lustenau sieht es ganz gut aus, bei Alltag. Und, aber wir hatten im Oktober noch einen schönen Beitrag, finde ich, der auch, wie soll ich sagen, was Gutes für die Welt macht. Finde ich auch, ja. Speziell würde ich sagen, passt das so in die Zeit. Jetzt haben wir Weihnachten gehabt, jetzt ist ein Jahreswechsel, das ist immer so eine Zeit von Familienfeiern. Es ist schon immer eine Zeit, leider, vom viel zu viel einkaufen. Ja, wir leben in einer kompletten Konsumgesellschaft. Ja. Ich zum Beispiel
bei mir in der Family, wir machen uns keine großen Geschenke mehr. Ja? Gehen, sag ich mal, ja, auch sparsam mit Lebensmitteln um. Und da gibt es ja auch was sehr, sehr Gutes, nämlich eine neue App. Too Good To Go heißt die. Hast du die schon mal ausprobiert? Natürlich. Es ist fantastisch. Du, in der App siehst du zum Beispiel, wenn der Lebensmittelhändler, Bäcker oder was auch immer deines Vertrauens oder in deiner Nähe wirklich übrige Lebensmittel hat, die er dann abends oder Richtung abends einfach günstiger hergibt, anstatt sie wegzuwerfen. Ich finde es super. Weil, warum nicht? Die sind immer noch genießbar, das ist immer noch gleich gut wie morgen. Warum Essen wegwerfen? Ich verstand das sowieso nicht, also ich esse ja fürs Leben gern. Und ich wirf auch selten was weg. Also. Aber ich finde es eine gute Sache. Ich auch, weil ich habe auch manchmal mit Menschen zum tun, die dann sagen, oh nee, das kannst du nicht mehr essen, das steht mindestens haltbar bis gestern. Und ich versuche ihnen immer zu erklären, ja, das steht mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab. Ja. Und von dem her, wir haben auch einen Bericht über die App gemacht. Ja, völlig zu Recht, finde ich, aber die Leute das wissen müssen, dass es das gibt. Und darum müssen wir es jetzt einfach auch in diesen Jahresrückblick mit reinnehmen, weil sich, finde ich, das jeder zu Herzen nehmen sollte und diese App installieren. Das sind 2 Klicks, das schafft wirklich jeder. Außer vielleicht diejenigen, die samstags mittags nach Bregenz zum Demonstrieren gehen. Aber das ist ein anderes Thema. Völlig anderes Thema. Schauen wir uns Too Good To Go an. Bitte. Teilprodukte, die sind kurz vor dem Ablaufen. Oder entweder Obst oder Gemüse, das leicht angeschlagen ist, aber keineswegs schimmlig oder weit über dem Haltbarkeitsdatum. Also das sind Produkte, die mit Sicherheit noch genießbar sind. Ja, und die Qualität ist dieselbe wie bei einem optisch einwandfreien Produkt. Außerdem könne ein zweites Leben der Verschwendung entgegenwirken. Also Wiederverwertung. Brot kann man noch verlängern, indem man entweder gute Qualität hat und das Brot hält mehrere Tage, oder wenn es dann wirklich zum Ende zugeht, zum Beispiel wir machen Brösel oder Knödelbrot daraus, oder? Tolle Sache, finde ich. Sollte sich, wie nochmal, also ich wiederhole mich, aber sollte sich jeder mal installieren und schauen, was es da ums Eck bei ihm so gibt. Genau, solche Apps sollten sich durchsetzen, nicht irgendwie Tinder oder so. Oder TikTok. Oder TikTok, ja. Braucht kein Mensch. Nein, braucht kein Mensch. Aber jeder Mensch braucht einen November. Jeder braucht einen November, das ist richtig, weil sonst wird es ja auch nicht voll. Richtig, und das ist unser nächster Monat, wenn ich richtig gezählt habe. Hast du, absolut. Also bis 12 kriegst du es her, offensichtlich. Anscheinend, ja. November. Schauen wir uns an. Ja, und der November hat tatsächlich mit einem Kuriosum gestartet, wie ich finde. Ja, absolut. Wie soll ich sagen, ich bin ja auch ein Tierfreund. Also? Ein wirklicher Tierfreund. Okay. Ja. Ich bin zwar eher der Hundemensch, anstatt der Katzenmensch, aber trotzdem finde ich, man kann es mit der Liebe zu Tieren auch übertreiben. Also keine Angst, es wird jetzt nicht irgendwie verfassungswidrig oder sowas. Gott sei Dank. Ja, aber wir haben einen Herrn in Bregenz besucht. Der in Bregenz und Umgebung ja eh schon bekannt ist wie ein bunter Hund. Oder eine bunte Katze. Oder eine bunte Katze in seinem Fall. Crazy, also muss ich echt sagen, sehr, sehr schräg finde ich. Ich finde es schräg. Ja, am Anfang ist es auch befremdlich gewesen. Ich habe den Beitrag selber geschnitten. Mhm. Und, aber nach und nach habe ich es auch irgendwie skurril, komisch und auch ein bisschen süß gefunden irgendwie, warum auch immer. Aber der Herr geht eigentlich nirgends hin ohne seine Katzen. Und die sitzen dann tatsächlich bei ihm auf der Schulter. Weil mit schräg meine ich jetzt nicht irgendwie das Negativ, sondern also die 2 Katzen, die haben sicher das schönste Leben von allen Haustieren. Unterschreibe dir sofort. Absolut. Also Katzen haben nur Vorteile dort. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es muss man einfach sagen, aber das sonst glauben wir es nicht. Nein, das muss man sehen. Gut. Das ist Christian Ammann aus Bregenz. Ohne seine beiden Katzen geht der 50-Jährige nirgends hin.
Wir treffen ihn in seiner Wohnung in der Landeshauptstadt. Eines ist Ammann und seinen zwei Begleitern in jedem Fall gegeben. Sehr starke Aufmerksamkeit, die Leute fotografieren viel. Da haben wir auch nichts dagegen, wenn sie auch mal fragen und ob sie auch mal streicheln dürfen. Also sie sind sehr, sehr menschenbezogen und lieben auch, egal wo man sind, immer unter den Menschen. Egal wo man hinsieht, alles dreht sich um die beiden Wegbegleiter. Aber jetzt meine persönliche Frage, warst du schon mal in Natura? Ja. Lohnt sich? Absolut. Also ich war in der Natura schon öfter, auch mit meiner Tochter, weil das ist immer sehr spannend auch für Kinder. Lohnt sich absolut, aber wir waren ja in der Natura mal Backstage, ne? Ja, und das war mega interessant, muss ich sagen. Weil da ja wirklich einige Schätze liegen. Also es ist so eine Schatzkammer in der Schatzkammer, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ganz abseits von der Publikumsausstellung hat hier noch wahnsinnig viele Exponate und wahnsinnig viele Dinge, wo man Sachen kann, wo man erleben kann, eben in ihrer Schatzkammer. Das sieht ja der Normalsterbliche nicht. Also wir hatten quasi den Galileo-Auftrag und durften mal drin filmen. Genau, ja. Ohne Jumbo Schreiner. Ja. Ohne mich, also nicht, dass man es da irgendwie. Ich war leider auch nicht dort. Ich kenne nur den Clip. Aber der war interessant. Der hat es eigentlich verdient, dass er nochmal im Jahresrückblick vorkommt, oder? Finde ich auch, ja. Weil das doch jetzt wieder eine Zeit ist, wo man Indoor-Aktivitäten und gar nicht in die Natur schauen, das ist auch eine coole Sache. Ja. Und einen kleinen Vorgeschmack sind wir jetzt. Oder wenn es Forschungsprojekte gibt, wo dezidiert auch die Bevölkerung eingeladen ist, mitzuforschen, dann fließen all diese Daten natürlich heutzutage mehr als reale Objekte und Tiere bei uns in der Datenbank zusammen. Wofür braucht man das? Wofür muss man denn wissen, in welchem Gebiet es welche Vögel, es welche Käfer, es welche Schmetterlinge gibt? Also einerseits natürlich ganz wichtig für alle größeren Bauunternehmen, für die Gemeinden ist es ganz wichtig und dann natürlich unser Herzensanliegen, unsere Kernaufgabe, wenn es um die Biodiversität, um die Vielfalt, um die Forschung für Umwelt und Klimaschutz geht. Also man muss wissen, wo welche Tiere, welche Tierart, welche Gruppe, welche zunimmt, welche abnimmt, gibt es Veränderungen über die Zeit und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige, über die Zeit. Also ein Museum ist wirklich ein Langzeitgedächtnis für eine Region, für ein Bundesland und wir haben eben das große Glück, hier das Langzeitgedächtnis für Vorarlberg sein zu dürfen. Für Menschen, die noch auf der Suche nach ihrer beruflichen Bestimmung sind, hat die Direktorin der Inatura einen Tipp. An alle Jungen da draußen, Präparatoren werden händeringend gesucht und Präparatorinnen natürlich auch. Ja. Also es ist gar nicht so einfach, die Hülle, also die Haut von Tieren, aber auch von Pflanzen, da ist es ein bisschen ein anderes Verfahren, so haltbar zu machen, dass man sie einerseits in eine Position bringen kann und dann eben für die Zukunft auch aufbehalten kann. Ja. Ja. Die Tiere, die wir jetzt gesehen haben, die leben ja bekanntlich nicht mehr. Die hat man präpariert zur Ausstellung. Ein Nützeders ist aber eine Dame, die sich um lebende Tiere kümmert. Ja? Da habe ich was mitgekriegt am Rande, ja. Und zwar auf ganz spezielle Art und Weise. Also wir hatten ja schon den Katzenmann von Bregenz mit seinen Katzen auf dem Buckel. Aber es ist was anderes, gell? Ja, die Dame, die hat offensichtlich sage und schreibe, 400 Igel im Garten. Das ist eine Hausnummer. Ich muss dir mal vorstellen, bitte. 400 Igel, und die kümmert sich um die. Also, weil der Igel ja per se ist ja nicht unbedingt ein Haustier, aber sie kümmert sich um diese Igel, weil ja doch die Gefahren durch Mensch und Umwelt groß sind für die Tiere. Leider Gottes ja, man sieht es immer wieder auf den Straßen. Ja. Und darum finde ich es schön, dass die Dame sich darum kümmert, ja. Und die haben wir doch auch besucht. Die haben wir natürlich besucht. Das war ein Highlight natürlich. Und oh, das schauen wir uns nochmal an. Gerne. Die nachtaktiven Igel fressen Insekten, Schnecken, Spinnen und sogar Schlangen. Kein Wunder, dass die Stachelbällchen in unseren Gärten gern gesehen sind. Typisch bringen sie einmal im Jahr Jungtiere auf die Welt. Für diejenigen, die den kleinen Tieren ein Zuhause bieten wollen, hat die Igelmama Tipps parat. Also man muss sie halt eben am Anfang so ungefähr eine Woche füttern.
dann merken sie, da kriege ich immer Futter, da bleibe ich jetzt, da suchen wir Internet. Ja, man sollte halt entweder ein Igelhäusle herden oder man sollte irgendwie halt Laubhaufen oder halt irgendeine Äste, wo sie sich wirklich heimisch fühlen. Dann fangen wir von Nütze, das fangen wir noch einmal in Arlberg. Dort das zweite Mal jetzt, also das zweite Jahr, der Skiweltcup wieder einmal gastiert, und zwar Damen und Herren. Richtig, genau. Parallelslalom Lech. Ich war selber dort. War ein sehr, sehr schönes Event, wie ich finde. Und natürlich mit einem absolut perfekten Ergebnis. Der Lauteracher Christian Hirschbühl haut sich da runter und gewinnt das Ding. Da holt uns das Ding nach Hause, echt? Richtig, also Heimsieg für ihn. Und die schöne Geschichte war ja, es war sein erster Weltcupsieg generell. Und den hat er dann in Vorarlberg reingeholt. Also besser geht's nicht. Ist ja wie gemalt. Ne? Genau, und dann hat er natürlich noch die große Ehre gehabt, nach diesem Sieg auch bei mir im Sportstudio zu sein. Ich weiß jetzt nicht, was ihn mehr gefreut hat, der erste Weltcupsieg oder das Gespräch mit dir. Ja, weiß ich auch nicht, habe ich ihn auch nicht gefragt, aber will ich ihn auch nicht fragen. Nein, das finde ich überflüssig, weil wir wissen sehr alle, was mehr Spaß macht. Nämlich bei dir Gast im Sport. Ich probiere es ja nach wie vor. Also ich probiere es ja mit Dart und so, und in der Hoffnung, dass ich mal irgendwas schaffe. Oder ich probiere auch immer im Büro diese Papierabfälle über 5 Meter in den Kübel zu werfen. Nur, dass ich vielleicht einmal Gast in deiner Sportsendung werde. Ja, aber wegen dem musst du mal eine Putzfrau anstellen, weil du nie den Kübel triffst. Aber sobald ich mal triff, bin ich Gast bei dir, okay? Verspreche dir, aber leit bitte nicht vom Thema oder lenkt nicht vom Thema ab. Wir sind beim Christian Hirschbühl. Christian Hirschbühl. Der war bei mir im Studio und das war ein sehr, sehr offenes und cooles Interview. Ja, den freue ich mich drauf. Willst du es nochmal sehen? Logisch. Spielen wir es ab. Zu mir gesagt hat, hey, jetzt kommt der Rote, mehr oder weniger, und es ist möglich. Und ich habe mir wirklich die Chance bis zum Schluss offen gelassen. Und schlussendlich nach der Zieldurchfahrt, wo ich da nachher sehe, dass ich mehr oder weniger für die nächste Runde qualifiziert bin, war sehr speziell und im Nachhinein gesehen sicher ein schöner Moment. Wie ist es, da fährt man durchs Ziel und realisiert, man hat das Heimrennen gewonnen. Was passiert da? Ja, wenn ich das ganze Revue passieren lasse, ist eigentlich wirklich abstrakt. Ich habe im Finale noch im ersten Lauf gewusst, der Raschner wird wahrscheinlich auf Rot schneller sein. Und es ist wirklich so eklatant, dass du als Läufer den nebenbei siehst, wenn der wirklich schneller ist, wie du nachher merkst es. Und schlussendlich dann habe ich gewusst, boah, ich habe schon fast ein bisschen resigniert, muss ich sagen, wenn ich mich selber gesehen habe, abschwingen nach dem ersten Lauf. Aber schlussendlich habe ich mir wieder gedacht, hey, gegen Hendrik waren es auch 0,5, es ist möglich. Und dass es nachher wirklich klappt und ich den Domino mehr oder weniger geschnappt habe. Und ich kann mich noch gut erinnern, durch die Zieldurchfahrt, und ich schaue da links auf den Screen und sehe meinen Namen. Und das ist ein Moment, wo ich das erste Mal erlebt habe, sagen wir mal so, Weltcupsieg. Und da ist schon, also ich habe ja selber gesehen, ich habe da mal so einen Schrei rausgelassen. Ich glaube, da fällt da mal wirklich Druck weg. Und man hat da wirklich, also ich habe da selber die pure Emotion gespürt. Und ist auf jeden Fall war das eine große Genugtuung. Ja, so ein Heimweltcup-Sieg, das ist einfach pure Emotion, pure Freude, und hat mich sehr für ihn gefreut. Ja, das glaube ich. Und wie gesagt, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, wie das ist, also ich habe noch nie einen Weltcup-Sieg gefeiert, egal in was. Aber ich glaube schon, dass das ein Highlight ist auch in seiner Karriere. Also das erste Sieg, erstens einmal erinnert man sich immer, und dann daheim, was gibt es Schöneres? Ja, schöner ist eigentlich nur, jetzt in den Dezember zu kommen. Genau, wir schauen uns auf den letzten Monat an, der Dezember. Und da gab es auch einige schöne Anekdoten und schöne Beiträge, die wir gemacht haben. Ja, wir sind fast am Ende schon. Also wir nicht, aber das Jahr. Ja, mir auch. Mir auch. Okay. Aber im Dezember blieb das jetzt noch, und da haben wir auch eine Geschichte mal gemacht, die sehr wichtig ist, finde ich. Weil auch bei uns, wo alle denken, wir sind eher ein reiches Land und da geht es niemandem wirklich schlecht, das stimmt nicht.
Das stimmt absolut nicht. Leider gibt es immer noch Leute, für die die kalte Jahreszeit einfach auch lebensgefährlich ist. Richtig, weil es auch bei uns Obdachlose gibt. Und das ist brutal natürlich, speziell in den kalten Monaten. Gott sei Dank gibt es da immer wieder Organisationen, die da helfen, die springen. Ja, und wir waren, wenn mich nicht alles täuscht, bei der Dovas. Ja. Und haben uns das mal angeschaut. Finde ich einfach eine wichtige Sache, dass es solche Einrichtungen gibt, ja, die man auch gerne unterstützen sollte, finde ich als Privatperson. Absolut, ja. Und ja, die Leuten in Not helfen, wenn es zu kalt wird. Aber was tun, wenn man auf einen Menschen trifft, der offensichtlich auf Hilfe angewiesen ist? Das ist je nach Situation ganz unterschiedlich. Grundsätzlich kann ich raten, mit einer sozialen Institution vielleicht Kontakt aufnehmen und nachfragen, was es für Angebote gibt. Wenn es wirklich draußen eiskalt ist und die Situation scheint wirklich sehr prekär, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, die Rettung, wenn es beispielsweise mitten in der Nacht ist, oder die Polizei zu verständigen. Ich denke, wichtig ist, dass wir diese Personen sehen und dass wir sie auch wahrnehmen in unserer Gesellschaft. Auch diese Personen gehören zu unserer Gesellschaft. Ja, ganz eine wichtige Sache. Wie du schon gesagt hast, absolut unterstützenswert. Die machen einen super Job. Eine wichtige Geschichte. Definitiv. Aber im Dezember, da hat auch eine Frau aus Vorarlberg ein Kinderbuch rausgebracht. Echt? Ja. Ein Vorarlberger Zwerg entdeckt die Welt. Okay. Und es geht nicht um mich, falls du das jetzt im Kopf hast. Nein, jetzt viel mehr an Michi Ritsch denkt, aber okay. Ja, okay, aber nein, um den geht's auch nicht. Mhm. Es geht, ja, wie der Name schon sagt, ein Zwerg erkundet die Welt. Und ja, vor Weihnachten haben wir gesagt, das ist doch eine schöne Geschichte, weil das wäre vielleicht auch ein schönes Geschenk. Und ja, wir haben uns auch einfach gefragt, wie ist der Traum zustande gekommen, ein eigenes Buch rauszubringen für Kinder? Das ist natürlich, was ist die Motivation und warum macht man sowas? Ja, und sowas kommt ja nicht von einem Tag auf den anderen, dass man sich denkt, wow, morgens nach dem Aufstehen der erste Kaffee ist intus und wow, jetzt schreibe ich mal ein Kinderbuch. Ja genau, das ist mir noch nie so gar nicht. Mir ist das jetzt auch noch nie passiert und darum haben wir uns das einfach mal angeschaut. Finde ich cool. Der Kindheitstraum vom Schreiben, den hat sich Isabel Natter nun verwirklicht. Denn die 26-Jährige ist nebenberuflich als Autorin tätig und schreibt Texte, Romane und Kinderbücher. Seit klein auf ist das Geschichtenerzählen fester Bestandteil im Leben der Bregenzer Wälderin. Also ich glaube, ich habe ganz jung schon angefangen, einfach so das Bedürfnis zum Herr, Leute zum Unterhalten. Und ja, je mehr man irgendwie lernt zum Lesen und auch lernt zum Schreiben, habe ich gemerkt, dass es eine sehr viel längere Wirkung herkam, wenn man was aufschreibt und was der Menschen zum Lesen geht. Und seitdem habe ich mir eigentlich gedacht, das, was ich am allerliebsten mache und das, was ich auch machen will, ist zum Schreiben. Und während des Sprachwissenschaftsstudiums begann Isabel, Romane und Kurzgeschichten zu schreiben. Hier unten schmerzt mir das Genick. Ich bräuchte ein wenig Überblick. Doch wie er da so sitzt allein, da fällt ihm plötzlich etwas ein. Denn einen Riesen kennt der Zwerg, und zwar seinen Nachbarn, den Hohen Berg. Ja, und wer absolut kein Zwerg mehr ist, es geht, du weißt es, um Alessandro Hemmerle. Itzi, genau. Nämlich nicht nur der Christian Hirschbühl hat den Heimsieg eingefahren, auch der Alessandro im Montafo. Schon wieder, zum dritten Mal. Ja, bei ihm kann man Gott sei Dank schon wieder. Richtig, genau. Und das ist natürlich ein Riesen-Push vor Olympia auch. Ja, eh. Da will er einfach auf Edelmetall zusteuern. Und natürlich wird er da in einer sehr schwierigen Situation sein bei Olympia, weil er ist der Gejagte in dem Moment. Ja, genau. Aber er hätte es durchaus verdient. Finde ich auch. Seine Karriere bisher könnte er jetzt krönen mit olympischem Edelmetall, was verdientermaßen. Definitiv. Er kennt die Rolle als Gejagter. Mhm. Er ist es gewohnt, ja, in dieser Position zu sein. Da hofft man natürlich für ihn, dass es bei Olympia nicht, nicht schlecht läuft. Dass es in die falsche Richtung geht, dass es sich zu viel Druck macht. Aber ich glaube, ich habe ihn ja auch kennengelernt.
Er hat mit viel Druck kein Rumgehen, weil er war schließlich bei dir in der Sportzentrum. Das stimmt allerdings. Du sprichst es an. Ich habe mit ihm auch ein Gespräch geführt nach dem Heimsieg und wollte einfach auch von ihm mal wissen, wie geht er jetzt auf dieses Olympiajahr zu? Also ist das Druck, ist das Vorfreude, ist das Ehrfurcht? Und ja, war ein sehr, sehr schönes Gespräch, was ich mit ihm gehabt habe. Ja. Und das schauen wir nochmal an. Ich gehe schwer davon aus. Ja. Also bitte. Für mich war es ein bisschen eine Erleichterung, muss ich sagen. Weil du hast schon speziell jetzt in der ersten Runde Gegner neben dir gehabt, gegen die bist du noch nie gefahren, weil sie noch nie so weit gekommen sind. Und die Qualifikation war ein bisschen geplagt vom wilden Wetter. Da haben manche einfach den Vorteil gut ausgenutzt und das waren dann einige, speziell in der ersten Runde, die Konkurrenz. Und das hat mir auch ruhig gestimmt, dass okay, in der ersten Runde darf eigentlich nichts sein. Das sollte man gut durchkommen. Da kommt man auch gut mal ins Rennen und hat er gleich mal ein gutes Gefühl für die kommenden Runden dann drauf. Ja, lieber Felix, es war mir ein japanisches Kirschblütenfest, dieses Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Das war's. 2021, das waren die Ausschnitte, ein Querschnitt aus der Arbeit von Ländle TV, was wir alles für interessante Leute kennengelernt haben. Und ja, das war ein spannendes Jahr, wie ich finde. Finde ich auch. Und jetzt eben, time to say goodbye. Dieses Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich bin gespannt auf 2022. Ja. Was sind deine Vorsätze? Nochmal, weniger Granatapfel. Ansonsten, ja, das mit Vorsätzen ist immer so ein Thema. Ich war ja in einem runden Geburtstag 2022. Ah, du wirst 30. Richtig. Und ja, viel mehr habe ich mir jetzt nicht vorgenommen. Ich möchte einfach das Jahr vielleicht wieder ein bisschen mehr live irgendwo, vielleicht ein bisschen mehr Bühne. Das hat mir schon taugen, mir persönlich jetzt, aber Hauptsache wir kriegen dieses Theater in den Griff. Und Hauptsache wäre mir das nochmal zusammenheben wieder, nicht diese Spaltung. Nein, zusammenheben. Schöne Schlussworte, wie ich finde. Hast du Vorsätze? Das ist eine schwierige Frage. Na, ich habe eigentlich nie Vorsätze, weil es kann sich alles so schnell ändern und man sollte jetzt nicht so leben, als wäre es sein letzter Tag. Das sagt man ja so schön, oder? Aber dann wäre ich halt noch eine Stunde im Knast. Nein, aber ich finde einfach, man sollte dem Jahr die Chance geben, die es verdient und schauen, was alles Tolles, vielleicht auch Tragisches und vielleicht auch einfach Schönes passiert. Und ich bin voller Vorfreude auf die nächsten 365 Tage und bin gespannt, was auch wir zwei zusammen alles auf die Beine stellen können. Auf das dürfen wir auch gespannt sein, ja. Was unsere Chefität uns noch machen lassen nach dem Jahr. Aber ich denke, da, im Großen und Ganzen war es ein cooles Jahr. Finde ich auch. Ich freue mich aufs nächste. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt nochmal an. Auf 2022. Ich wünsche dir alles Gute persönlich und freue mich auch auf alles, was danach kommt. Das kann ich nur so zurückgeben. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte und danke, dass wir 2022 wieder richtig viel Blödsinn machen.